kann man gehirngerecht lernen? Vor allen Dingen, wie kann man gehirngerecht spielen? Gibt sowas auch? Was heißt überhaupt gehirngerecht? Gehirngerecht heißt, ich arbeite mit vielen Sinnen, ich arbeite mit allen möglichen Zentren bei uns im Hirn. Könnte man unterscheiden, linke, rechte Gehirnhälfte und so weiter. Es bilden sich in jedem Fall in dieser Phase dann neue Nervenbahnen. Und je mehr Nervenbahnen man hat, desto leichter ist das Denken. Mein Name ist Jens Vogt, ich leite die Akademie für Lernmethoden. Ich bin Autor, Erfinder, Pädagoge und alles Mögliche. Und ich hätte gerne dieses Spiel auch erfunden. Dieses Spiel gab es aber schon. Und das ist ein Spiel zum Verrücktwerden. Weil wir sind ja wirklich nicht gewöhnt, mit der rechten und linken Gehirnhälfte ständig zu arbeiten. Und jetzt möchte ich das euch mal vorstellen. Das heißt, Schwarz, Rot, Gelb kommt vom Amigo Verlag. Wir haben es bei uns in unserem Portfolio mit aufgenommen, einfach weil es cool ist. So, und ich zeige euch das mal. So, wenn, ja, jetzt schalten wir mal um. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt als normaler Deutscher, sagen wir mal, deutsch sprechender Mensch hier dieses sehe, dann lese ich sofort Rot. Aber ich dürfte hier zum Beispiel gar nicht Rot sagen, sondern ich müsste die Farbe nennen, nämlich Gelb. Das alleine erfordert schon tatsächlich kognitive Fähigkeiten. Oder das hier zum Beispiel, dann darf ich nicht sagen Grün, ich lese es natürlich mit der linken Gehirnhälfte, und Schwarz ist es aber gezeichnet. So, und jetzt hat man daraus ein Spiel gemacht. Also zum Beispiel, man darf nur Karten nebeneinander legen, die nichts Gemeinsames haben. Also zum Beispiel, das hier steht ja Rot und es ist in Gelb gezeichnet. Hier steht Grün und es ist in Schwarz. Und die dritte Kriterium ist, das sind drei Wörter, das sind vier Wörter. Das passt also wunderbar. Und jetzt gilt es, so schnell wie möglich sieben Karten aneinander zu reihen, die passen. Und jetzt werden wir mal sehen. So, das passt nicht. Es ist zwar blau, aber hier steht auch Rot. Das hier zum Beispiel würde funktionieren. Jetzt gucken wir mal das nächste an. So, hier steht Schwarz, das sind zwei. Hier steht Rot in Gelb, funktioniert auch. So, jetzt gucken wir mal hier. Das zum Beispiel könnte man denken, halt, im Moment, das kann man nicht mehr sehen. So, jetzt könnte man denken, okay, das funktioniert ja. Blau ist nur eins. Hier steht ja Schwarz, es steht Schwarz da. Das ist in Schwarz geschrieben. Geht also nicht. Neue Aufgabe. Gelb ist auch in Schwarz geschrieben. Rot ist auch in Schwarz geschrieben. Grün. Jetzt denke ich, oh, das funktioniert ja. Jetzt steht aber hier Grün und das ist in Grün gezeichnet. Und so weiter. Ihr merkt schon, dieses Spiel ist nicht nur schnell, es aktiviert blitzschnell beide Gehirnhälften und oder viele Zentren im Hirn. Und es macht einen wahnsinnig viel Spaß. Euer Jens.